Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Breath of Fire. Wir sind in der letzten Folge, nachdem wir Breek ein bisschen erkundet haben, die Stadt der Diebe, mitten im Wüstengebiet gelandet und in diesem augenscheinlich sehr niedlichen Dorf hier gelandet sind. Ich weiß immer noch nicht, was das hier für komische Wesen sind, ob sie unsere Sprache sprechen und alles und überhaupt. Aber unser nächstes großes Ziel lautet eigentlich, die Krypta aufzusuchen, an der wir beim letzten Mal auch schon mal vorbeigelaufen sind. Und wir gucken mal, ob es uns heute dort auch hinverschlagen wird. This is Arad. Arad, spricht das richtig aus? Keine Ahnung. Muss mir Eselsbrücken bauen, aber irgendwie fällt mir gerade keine gute ein. The mayor has the five. The five? Was ist five? Ich hätte jetzt spontan auf Pfeife getippt, aber ich bin mir nicht sicher. You can use it to make a bridge appear over the quicksand of crypt. Aha. I looked for the moving town, but couldn't find it. Ah, die moving town, die habe ich, glaube ich, schon mal gesehen und konnte sie aber nicht betreten. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber wir werden es noch herausfinden. Arad is in a desolate area. Is in a... okay. That's why the dragons aren't there. Naja, aber das haben wahrscheinlich so Städte oder Dörfer, die mitten in der Wüste errichtet sind, so an sich. Wer wird wohl in diesem roten Zelt da leben? Doch nicht etwa das Dorfoberhaupt? Have you heard about the town that moves around in the desert? Na, gehört haben wir es gerade eben davon, aber gesehen habe ich sie schon. I have a craving for nuts, but they don't grow on palm trees. Aha, vielleicht können wir dir irgendwann mal eine besorgen. Vielleicht ist das so eine unterschwellige Nebenmission oder so. I heard that the thief of crypt stole a rare weapon and hid it. Aha, vielleicht können wir uns das irgendwie noch zunutze machen. Oh, und du bist das einzige Nutztier hier. Und du barst uns einfach direkt an, wie auch immer das klingen mag, wenn man das mit Vertonung hören würde. Okay, können wir uns an dem Wasser hier irgendwie hochheilen oder so und uns damit Übernachtungskosten sparen? Das sieht eher nicht so aus. Na gut, dann fangen wir jetzt mal mit der Zelterkundung an. Ich hätte jetzt spontan auch wegen den Zelten vermutet, dass es sich hier vielleicht um so eine Art Nomadendorf oder sowas handelt. Aber die klangen jetzt nicht so, als würden sie nonstop auf Reisen sein. Ich finde, das ist aber ultra gemütlich eingerichtet. Also jetzt mal ohne Witz. Das ist voll schön hier. Das gefällt mir so von der Inneneinrichtung besser als so manche echte Stadt, in Anführungsstrichen, die wir hier bisher schon gesehen haben. Oh, das ist ein Händler. Ich finde die Inneneinrichtung voll toll. Ich glaube, ich habe das bisher nirgendwo in keiner Stadt oder in keinem Dorf schöner gefunden als hier. Ach, du bist der Speicherdragon, wie ich mir gerade wirklich für einen kurzen Moment dachte, woher kennst du den? Den hast du doch schon mal irgendwo gesehen. Voll ungewohnt, den so in der Ecke des Raumes stehen zu sehen. Aber gut. Ach, du bist gar kein Händler, du bist der Übernachtungstypi. Welcome to the desert. Would you like to rest? Erstmal noch nicht. Take it easy. Das machen wir, bevor wir dann weitermachen. Take it easy mag ich irgendwie, so die Aussage. Ich weiß nicht, ich finde, das ist eine schöne Verabschiedung. Die ist halt so ein bisschen unkonventionell, ne? Ist mal was anderes, als zu sagen, have a good day oder so. Oder was die Leute so im englischsprachigen Bereich sonst so sagen. Naja, so, hier ist auf jeden Fall auch keiner. Ja, tagsüber sind sie alle draußen unterwegs. Da ist das Wetter ja schön, in Anführungsstrichen. Mir wäre das wahrscheinlich zu heiß, aber jedem das seine. Und diese kleinen niedlichen Wesen, die haben sogar alle Kapuzen auf. Aber die scheinbar immun gegen Schwitzen und Hitze und sowas alles zu sein. Vielleicht ist es auch gar nicht so warm, wie ich vermute. Oder die springen mal heimlich, wenn ich gerade nicht gucke, ins Wasser und laufen hier nonstop völlig durchnässt durch die Pampa. Ich habe keine Ahnung. So, aber hier wird mindestens eine Person sein. Und die wichtigen Leute, die stehen im Breath of Fire immer zentral auf irgendwelchen überdimensionierten Teppichen. Das ist mir auch schon aufgefallen. The mayor has the five. You can use it to make a bridge appear. Das hat uns schon mal jemand gesagt. Wie jetzt ja einfach schon wieder voll die Textboxen recycelt werden. Ist das hier ein Stapel, den man bewegen kann? Nö. Der lässt uns aber auch nicht durch. Ich muss wahrscheinlich nachts hier nochmal vorbeikommen, hätte ich jetzt vermutet. Was ist das dahinter? Kann man damit irgendwie interagieren? Nee, der ist bestimmt... Das ist bestimmt seine geheime Fetischkammer oder so. The giant sandworm appears with every new moon. I'll give you the five if you destroy it, okay? When the sandworm appears, it eats our goats. There's a new moon tonight, wait. And you will see it.
Ach, deswegen gibt's da wahrscheinlich auch nur noch eine Ziege. Wenn der Sandwurm die euch alle wegfrisst. It's all in your hands now. Darf ich jetzt trotzdem nochmal übernachten gehen? Nicht, dass ich das gleich voll bereuen werde, dass ich das nicht getan habe. Ich weiß gar nicht, wie gesund ich gerade bin oder auch nicht. Aber gut, das ist quasi unser Eintrittsschein, um uns Zugang zur Krypta zu verschaffen. Das ist ja grün hier alles. Was ist denn... Das ist wahrscheinlich der Sandworm. Ich dachte, ich muss jetzt hier auf die Karte raus nochmal gehen. Das hier, die sagen jetzt wahrscheinlich alle wieder das Gleiche, ne? Ja, auf den ersten Blick anhand der Stichproben ist dem so. Okay, wie gesund sind wir? Wir müssen gar nicht übernachten, beziehungsweise wir haben wahrscheinlich gerade übernachtet in dem Moment, wo wir mit ihm gesprochen haben und alles in den Nachtmodus switchte. Okay, ich habe, bevor ich jetzt hier auf Aufnahme gedrückt habe, auch nochmal gespeichert, deswegen muss ich das jetzt nicht nochmal tun. Gucken wir mal, was der so kann. Also, oh, der sieht aber geil aus. Der sieht cool aus. Bei Sandworms muss ich immer spontan sofort an Final Fantasy denken. Primär an die dicken Dinger aus Final Fantasy X. Aber eigentlich mag ich diesen Gegnertyp, weil der meistens sehr, sehr imposant aussieht. So, warte mal. Also muss ich, das ist, glaube ich, ein Gegner, den ich auch so ein bisschen ernst nehmen sollte. Deswegen... Ach, wisst ihr was? Ich hätte vorher bei Dings, dem guten Paul, wieder die Ausrüstung anpassen können. Ne? Das wäre vielleicht eine gute Idee gewesen, aber okay. So. Ach so, guck mal, ich habe ja hier mit dem... Ich kann ja jetzt auch zaubern mit ihmchen. Ich muss nur erstmal gucken, was jetzt hier so über den regulären Angriff an Schaden zustande kommt. Und Frost und Cold werden sie hoffentlich nicht allzu sehr mögen. Deswegen starte ich jetzt einfach mal damit. Oh, 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 das hat wehgetan. Aber es ging nur auf einen. Dadurch war das noch okayisch, hätte ich jetzt fast gesagt. So, kann ich hier sonst noch irgendetwas Hilfreiches tun? Ich könnte die Agilität auch steigern, dann würde Paul nämlich früher an die Reihe kommen. Ergibt das irgendwie Sinn? Nee, weißt du was? Ich packe mal seinen Glückswert ein bisschen nach oben. In der Hoffnung, dass er dadurch vielleicht ein paar kritische Treffer auch landet. Das wäre schön. So, Flame traue ich mich gerade nicht einzusetzen. Fry? Können wir uns ja mal angucken. Wie viel Schaden hat er beim letzten Mal gemacht? 73 oder so? Hab schon wieder Kurzzeitgedächtnis. Nee, das war wahrscheinlich Paul. Das war... Oh, aber Fry ist auch ganz gut. Aber Fry ist auch der, glaube ich, der teuerste Zauber, den wir hier aktuell in petto haben. Ja, ein Angriffszauber wäre halt mal ganz cool für sie, ne? Aber ich würde sagen, dann kann sie jetzt erstmal mit dem E-Key angreifen. Auf den ersten Blick würde ich behaupten, das ist jetzt nicht der allerkrasseste Boss. Wenn man den überhaupt als echten Boss titulieren will. Doch, ich würde den schon als echten Boss sehen, aber der wird, glaube ich, nicht der schwerste von allen. Und guck mal, da hat er direkt einen Slam gemacht. Hat sich also gelohnt, an seinem Glückswert ein bisschen zu feilen. Das ist doch schon mal schön. So, einmal Eki. Ey, gefühlt ist der ungefährlicher als so mancher Gegner, den wir am Ende der letzten Folge draußen so angetroffen haben, weil die teilweise echt extrem viel Damage gemacht haben. Also der macht auch nicht gerade wenig, aber das Niveau ist halt ungefähr das gleiche und das überrascht mich ein bisschen, wenn ihr versteht, was ich meine. So, also solange Bo noch imstande ist zu zaubern, bekommen wir den auf jeden Fall pro Runde ganz gut runter. Aber das wird auch wieder vergehen, nämlich genau in dieser Runde. Okay, das ist das Zeichen, dass ich jetzt hier mal versuche... Warum ist Thunder so viel teurer als Snow? Ich starte jetzt trotzdem mal mit Snow und gucke, was dabei rumkommt. Warte mal... Nee, den Key kann immer nur ein Charakter pro Runde einsetzen. Ja, da war was. Ich erinnere mich dunkel. Okay. Dass der sich verwandelt, hat uns das Spiel aber bisher auch noch nicht erzählt, oder? Und was jetzt? Das kann ich gar nicht mehr normal mit dem angreifen, oder? Oder wie läuft das jetzt? Oder kann ich den irgendwie wieder zurückverwandeln? Keine Ahnung. So, Paul, was machst du? Ach, hier, über Revert. Okay, aber damit... Damit werde ich wahrscheinlich einen Zug dann opfern, ne? Das finde ich auch nicht so geil. Ich öpfe... Ich
Ich opfere, genau. Ich opfere nämlich nicht allzu gerne Züge. Das tut wahrscheinlich keiner von uns. Ich hoffe nur, ich habe mich für das richtige Element entschieden. Ja, das habe ich. Verliere ich jetzt eigentlich pro Runde AP? Weil der Drache, der scheint mir schon sehr effizient zu sein. Aber da, wo du in den sauren Apfel beißen musst, ist das du dich wahrscheinlich... also du musst halt eine Runde opfern, um die Verwandlung auszulösen. Und dann nochmal, um dich zurückzuverwandeln. Das heißt, du bist relativ unflexibel und verlierst halt Zeit. Ich glaube, das ist so die Kehrseite dieser Geschichte. Aber für den Kampf wird uns das gute Dienste erweisen. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung, denn die nächste Runde wird er mit großer Wahrscheinlichkeit nicht überleben. Es sei denn, das ist wieder so ein Vieh, was ständig wieder meint, auftauchen zu müssen, obwohl eigentlich sein letztes Stündlein geschlagen hat. Aber wir gucken mal. Gab auch schon den ein oder anderen Boss, in Anführungsstrichen, der nicht wieder zurückgekommen ist. Aber der tut es. Na gut. Preisfrage ist, kriege ich das Ding abgeschlossen, ohne dass ich einmal heilen muss? Das steht und fällt ganz wesentlich mit der Frage, ob er auf Bow losgeht. Ja, hier hat er dem Paul ein bisschen wehgetan. Aber ich glaube, der wird jetzt hier trotzdem nicht so lange machen, wie bei diesem einen... Was war das? Gremlin oder Goblin? Ich glaube, das war Gremlin, der so ultra viel ausgehalten hat. Aber eigentlich hat er es gar nicht, weil ich habe einfach ultra wenig Schaden gemacht. Dadurch hat sich das so hingezogen und das ist hier jetzt, glaube ich, ein bisschen anders. Das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Ich habe gerade ganz doll Angst, dass die nächste Heilung nicht rechtzeitig kommt. Aber Bo macht ganz guten Schaden. Das war die letzten Runden auch schon so, ne? Ich passe schon wieder zu wenig auf hier. So, warte mal. Auf jeden Fall kriegt er jetzt einmal Kura 2. Und ich hoffe, es kommt rechtzeitig. Ey, das wäre jetzt so bitter, wenn er mir hier wegsterben würde. Bo, du schaffst das, oder? Ah, okay, Recover kommt Gott sei Dank zu Rundenbeginn. Dann sind wir jetzt, glaube ich, aus dem Gröbsten raus. Jawoll! Tschüss, Sandwurm. Schade, dass er nicht noch ein paar lebende Ziegen ausspuckt oder so. Das wäre ein schönes Happy End gewesen. Aber naja. Das sah gerade voll Zelda-mäßig aus, wie er das Schwert in die Höhe gehoben hat. Thank you very much. Please take the 5 as a gift of my gratitude. The 5 is in the treasure box. Ah, das Ding hat er bewacht. Deswegen kamen wir da auch vorher nicht ran. Alles klar. The 5 is in the treasure box. Ich weiß, mein kleiner Freund. Ich weiß, das haben wir gerade schon gehört. Und du hast auch gehört, dass wir es gehört haben. Denn... dein Chef stand direkt neben uns, als er es aussprach. Sehr schön! Dann sind wir um ein Item reicher und können, glaube ich, jetzt in der Krypta so ein bisschen auf die Kacke hauen. Was ich jetzt vergessen habe offscreen, wollte ich eigentlich machen. Das ist hier auszumisten, weil das wird früher oder später wieder zum Problem werden. This item reveals hidden bridges. Ja, das wissen wir. Ich hoffe, ich werde das jetzt auch an der richtigen Stelle zum Einsatz bringen. Aber im Grunde genommen gab es ja da diese sehr auffällige Bodenplatte. Und die wird wahrscheinlich auch der Ort sein, wo man das dann einsetzen muss. So, warte mal. Ich will jetzt trotzdem kurz gucken. Ziegen wieder irgendwelche da? Vielleicht tagsüber? Ich weiß es nicht. Aber die können noch keine neuen Ziegen dann... bekommen, wenn die sich hier nicht mal vermehren können oder gezüchtet werden können. Ich weiß auch nicht. Die werden schon Mittel und Wege hoffentlich finden, um ihr Überleben zu sichern. So, aber wir haben jetzt erstmal ein anderes Ziel vor Augen. Also, Überleben ist prinzipiell immer ein gutes Ziel, aber nicht das einzige. Oh, keine Ziege mehr. Irgendwie tut's mir leid, dass die jetzt nicht mehr da sind, aber was willst du machen? Wir hätten es, glaube ich, nicht verhindern können. So, tschüss, Arad. War schön bei dir. Ich mochte diese Stadt wirklich sehr, sehr gerne, weil die so schön übersichtlich war. So, jetzt ist die große Frage. Ich werde mal Marble aktivieren. Also, das ist jetzt erstmal nicht die große Frage, aber muss ich jetzt die Brücke bauen unten bei der Krypta oder muss ich jetzt irgendwie auf diese schwebende Stadt? Das hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen. Hui! Achso, okay. Ich dachte, der schleudert mich jetzt ja einmal quer durch die Wüste oder so. So. Ah, das war dann wohl die Brücke. Und was ist jetzt mit der Stadt? Ist das optional oder kommt man danach da irgendwie noch hin? Das hat ja voll schöne Farben.
Ich hätte nicht gedacht, dass wir so eine hübsche Krypta hier antreffen würden, aber schön, dass sie so aussieht, wie sie aussieht. So, jetzt muss ich, jetzt gehen erstmal wieder meine komischen Theorien los. Kann man da irgendwie reinschießen oder so? Bringt das irgendwas, hier einen Pfeil abzufeuern? Ach, das macht er nur draußen, ne? Ich glaube, das habe ich eigentlich schon mal festgestellt. Das hier ist verschlossen, okay. Vielleicht bekommen wir hier den nächsten Schlüssel. Hier soll sich ja auch jemand aufhalten, dessen Namen ich wieder vergessen habe. Irgendwas, was mit K anfing, meine ich. Und ja, dann gucken wir mal. Aber der hat einen Eigenname. Vielleicht ist das sogar jemand, der sich uns anschließt. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Aber bisher sieht das überschaubar aus. Jetzt gerade nervt mich, dass Marble eingeschaltet ist oder noch aktiv ist, weil mich jetzt schon interessieren würde. Ja, genau. Jetzt workt es nämlich nicht mehr. Ich will jetzt ja auf der Ebene einen Kampf zumindest sehen. Und dass der nicht lange auf sich warten lässt, das war klar. Okay, wir haben aber am Ende der letzten Folge, vielleicht erinnert ihr euch noch, da haben wir Level-Ups bekommen. Und wer weiß, vielleicht reichen die sogar aus, um jetzt hier das Ganze in einer Runde zu beenden. Ich glaube, es wird trotz alledem knapp. Ja, den Mage, den kriegen wir relativ safe down, aber bei den Skorpionen, die sind widerstandsfähig. Die Entwickler wollen wahrscheinlich, dass man hier zaubert, aber an meine MP kommt ihr nicht ran. Da kommt ihr nicht ran. Das hebe ich mir dann für die wirklichen... Für die wirklichen, ey. Völlig Sprachfehler heute. Das hebe ich mir für die wirklichen Klopper auf, wollte ich eigentlich sagen. Meine Güte. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich glaube, dass das, glaube ich, der schönste Dungeon ist bisher? Ich feiere die Farben irgendwie voll. Oh ne, den Raum mag ich nicht. Das ist so ein... Oh oh. Oh oh, es gibt hier Mimics. Mhm, das ist so eine richtige Erlebnis-Chest. Dafür steht bestimmt das E. Verwette ich meinen Allerwertesten drauf. Nein, ist mir klar, dass es für irgendwas anderes steht. Lass uns gemeinsam herausfinden, wofür. Ich glaube nicht, dass das irgendein Element abbildet. Oh shit. Ey, hier ist der E-Key. Also richtiger, der richtige Jackpot, ne? Ich bin, was spiele ich gerade? Dragon Quest 5 spiele ich ja immer noch. Und da machen mir die Imitatoren manchmal das Leben echt zur Hölle. Weil die können Schwupp casten und Schwupp geht auf die ganze Gruppe. Und wenn du Pech hast, dann verrecken alle. Und das ist ultra ungeil, harmlos formuliert. Ich habe übrigens gerade gesehen, dass ich sehr, sehr viele Erfahrungspunkte bekommen habe. Okay, das ist dann wahrscheinlich so die Niete unter den Kämpfen. Warte mal, ich konnte doch hier aber auch irgendwie flüchten, oder? War das hier das Fluchtding? Nee, run. Ach, bin ich blöde, ey. Ich will einfach intuitiv immer ganz nach rechts, weil dort in den meisten Spielen... Hä? Die Fluchtdinger hinterlegt sind. Warum hat das denn jetzt gerade nicht geklappt? Habe ich nicht, wenn das fehlschlägt, immer so eine kurze Info vom Spiel bekommen? Keine Ahnung. Ich glaube, wir sollten einfach alle töten und dann ist gut. Auch wenn das hier zu sehr überhand nimmt, dann... Ups! Oh nein. Ich glaube, mein Lieblingsdungeon wird es dann wohl doch nicht. Aber ich bleibe dabei, dass der mir optisch bisher mit am besten gefällt. Das nervt. Okay, aber warte mal, dann muss ich mit Bow ja jetzt im Grunde genommen gar nicht den mittleren angreifen, weil den schaffen auch Nina und Dingsy hier, wenn sie jeweils einmal angreifen. Und dann habe ich wenigstens am Ende einer Runde nur noch ein Skorpion übrig. Das ist dann so der grobe Schlachtplan. Ey, das ist einmal weniger Angriff fressen, ne? Das kann einen Unterschied machen bei dem Damage, den die hier austeilen. Ich werde trotzdem... Ich mache jetzt wieder meine Taktik aus der letzten Folge, okay? Dass wir einmal Marble zu uns nehmen, was auch immer da so für Stoffe drin sind und wie auch immer die das sich selbst verabreichen. Und dann nehmen wir uns wieder zwei Kämpfe mit und dann geht's wieder... Dann geht's wieder mit Marble weiter. Genau, so wollte ich den Satz beenden. Deutsche Sprache, schwere Sprache, vor allen Dingen jetzt. Ich bin aber auch ultra hungrig gerade. Ich nehme zwar immer noch sehr spät auf, aber ich habe mir jetzt... Ich war mal so mutig, ja, und habe mir vor dieser Folge was zu futtern in den Ofen gepackt, um so ein bisschen Zeit zu sparen, weil ich jetzt nach Mitternacht eigentlich auch nichts mehr essen will, aber ich auch nicht so ultra hungrig ins Bett gehen will. Biorhythmus ist momentan ganz dolle kaputt.
Aber eigentlich immer lieber, wenn ich vormittags aufnehmen kann oder generell so morgens beim ersten Kaffee oder so. Das sind mir die liebsten Aufnahmezeiten. Aber das kann ich halt primär am Wochenende umsetzen. Und unter der Woche geht das momentan nicht, weil ich einen Hintern voll Arbeit habe. Das ist jetzt in der Zeit, was haben wir jetzt, Anfang September, wo ich das aufnehme, wobei dann ist eigentlich schon fast Mitte September. Ich weiß gar nicht, welcher heute überhaupt ist. Ich glaube, der 10. Ja, heute, wo ich das aufnehme, ist der 10. September. Und ja, irgendwie scheint dieser Monat ein sehr arbeitsintensiver Monat zu werden. Und das ist okay. Ich will mich gar nicht beklagen. Das Einzige, was mich daran so ein bisschen nervt, ist, dass die YouTube-Aufnahmezeiten dann so ein bisschen außerhalb von meiner Komfortzone liegen. Aber das ist, wie gesagt, ein Luxusproblem. 5 Stück von euch, dank sei dem Boomerang. Ich mache mir jetzt gar nicht erst die Mühe und gehe auf irgendein E-Key oder so. Aber bei 5, da lohnt sich das vielleicht sogar, oder? Oder kommt da gar nicht so viel bei rum? Ja, 300. Nee, eigentlich ist das nicht viel. Eigentlich ist das nicht viel. Ich will das nicht künstlich idealisieren jetzt. So, aus diesem Package habe ich noch ein Marvel über. Guck mal, jetzt habe ich wieder ein Item-Slot gespart und freigemacht. Ich wette, so mittig in dem Raum ist irgendwie so die ultimative Truhe, die keiner findet, weil jeder irgendwie in solchen Riesenräumen eher lieber Wände abläuft. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen die Mitte zu avisieren. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen zu weit links. Wo war jetzt die Treppe? Voll umsonst gelaufen. Voll die Marvel-Verschwendung hier. Das ist wahrscheinlich die goldene Mitte oder so. Keine Ahnung. Ich werde jetzt aber nicht nochmal die anderen Routen ablaufen. Ist das der Raum, womit ich jetzt diese Falle unten war? Du musst dir wahrscheinlich, ich wollte es gerade sagen, du wirst dir wahrscheinlich einfach immer wieder merken müssen, wo diese Löcher sind. Und bleh, ich hasse solche Dungeons. Aber ich würde als Entwickler hier wahrscheinlich sowas auch mit reinbauen, ne? Weil dann hast du, ohne großartig Aufwand zu haben, forderst du so ein bisschen die Gehirnzellen deiner Spieler. So, warte mal, ich will nur ganz grob gucken, wie viele Marvel-Slots ich habe. Also wie viele 9er-Packages noch, aber hier werden wir locker in diesem Dungeon noch zurechtkommen damit. Und ja, ich wollte eigentlich auch mal einen Kampf mitnehmen, aber dadurch, dass ich jetzt hier... A trap triggered a toxin. Bow is poisoned. Das ist aber nicht geil. Das kann auch der Herb nicht wieder gut machen. So, warte mal. Ich hatte doch aber was. Hier war Statusveränderungsheilung. Genau. So, und wenn wir gerade schon mal im Menü sind, dann können wir dem guten Bow... Ah, das war Verschwendung. Das war ein bisschen zu früh. Ich dachte, dass er vielleicht knapp drunter liegen könnte, aber war nicht so. So, irgendwie ist der Raum für mich noch ein bisschen undurchsichtig. Ich hätte halt schon gerne jede Kiste. Hey, was ist denn das hier unten für eine Plattform? Komme ich da rauf? Nee. Das wird wahrscheinlich der richtige Weg sein. Und da wirst du dich ins richtige Loch fallen lassen müssen. Und dann kommst du da hin und kannst die nächste Ebene erreichen. Und alle sind glücklich und zufrieden. So, kriege ich jetzt noch zusammen, wo ich gerade runtergefallen bin. Das war hier. Das muss da gewesen sein. Genau, weil anders wäre das ja auch... habe ich jetzt hier überall Kisten, die... irgend so eine Kacke auslösen. Mich triggert das gerade ein bisschen, dass ausgerechnet hier AP weggehen. Hätte ich jetzt Bow nicht als Anführer, dann hätte er diesen AP-Verlust nicht. Und der tut natürlich bei ihm am meisten weh. Wobei, weißt du was, wenn ich in diesem Raum bin, nehme ich tatsächlich immer ein, zwei Kämpfe mit. Hier falle ich nicht runter. Das ist sehr, sehr nett vom Spiel. Aber hier gibt es auch nichts zu holen. Weil ich genau diese Truhen hier gerne... mitnehmen will. Ich weiß nicht, vielleicht tauchen die auch unten auf, aber ich habe die halt bisher nur hier gesehen, deswegen würde ich auch hier nur die Kämpfe mitnehmen wollen, also auch nicht alle. 2 Kämpfe und dann wird wieder rumgemarbelt. Das ist die Marschroute für diesen Raum hier. So, und das Monster hat sogar etwas gedroppt. Das ist sehr freundlich von dem Monster. So, ich würde mal sagen, mit der rechten Seite sind wir relativ durch. Ich
hoffe, dass ich da oben rechts jetzt nichts ausgelassen habe, aber die ganze linke Seite, die steht mir noch offen. Da werde ich jetzt wahrscheinlich gefühlte 10.000 Mal wieder runterplumpsen, aber das ist okay. Man kann es ja vorher nicht wissen. Es sei denn, ich habe irgendein Item im Inventar und verpeile das schon wieder total, dass ich es besitze und kann mir das irgendwie anzeigen lassen. Wie ich direkt an das Auge der Wahrheit denken muss aus Ocarina of Time. Ich habe diesen Tempel damals so gehasst. Ich weiß nicht, ob ich den heute vielleicht mögen würde, aber ich fand diesen Schattentempel war das, glaube ich, ne? Den fand ich damals tatsächlich schlimmer als den Wassertempel, weil der Wassertempel, der wird ja von allen irgendwie gefühlt so extrem gehatet und ich fand den okay, also war nicht mein Lieblingstempel, aber ich fand den okay. Hab da nicht so den Hate drauf wie viele andere. So, jetzt habe ich hier live. Live is live. Warte. Einmal Healung, bitte für dich. Und weißt du was? Bo, nimm's nicht persönlich, aber ich muss dich jetzt leider austauschen, weil ich habe keinen Bock, dass du noch mehr AP verlierst. Ich habe eigentlich auch keinen Bock, dass Paul AP verliert, aber irgendjemand muss seinen Kopf hinhalten. Und wenn es der Anführer ist, dann ist das, glaube ich, nicht die schlechteste Option. So, hier fresse ich jetzt wahrscheinlich Schaden, aber auch nur bei Paul. Paul, geht's dir noch gut? Nee, geht's nicht. Okay, gut, dass ich geguckt habe. Ich wollte gerade behaupten, der steckt das sicherlich gut weg, aber die Realität ist eine andere. Deswegen bekommt er mal ein bisschen Unterstützung von weiblicher Seite. Das war klar, weil auf dieser Ebene bisher kein Loch gewesen ist. Das war klar, dass man hier irgendwo runterplumpsen muss. Aber ich glaube, auf der Seite hätte es jetzt auch keine weiteren Plattformen mehr gegeben. Oh, das wäre so cool, wenn man einfach irgendwie einstellen könnte, dass der das so automatisch nachfüllt. Wisst ihr? So Xenoblade Chronicles 2 mäßig. Wenn du einmal was in die Tasche packst und das Item geht quasi leer, dass er sich dann immer direkt das nächste zieht. Also wenn das so prinzipiell immer automatisiert läuft, finde ich das auch nicht immer gut. Aber wenn du die Freiheit hast, das selber entscheiden zu können, das ist doch am Ende des Tages die beste Option. Ah, guck mal hier. Und? Ne, ich hätte jetzt fast schwören können, dass man da jetzt auch runterfällt. Irgendwie stört mich das mit dem Schaden am wenigsten. Oh, wir haben Dream RG. Dream RG ist, glaube ich, ein Item, was wir so im Spiel noch nie gesehen haben. Und alles, was erstmal neu ist, ist prinzipiell interessant. Wo ist Dream RG? Bin ich jetzt schon wieder total blind? Achso, ich muss auf die ausgegrauten Sachen gucken, ne? Weil das ja kein Nutzgegenstand sein wird. Hier. Und warum bin ich nicht gleich aufs Fragezeichen gegangen? Keine Ahnung. Defense Power, wait. Hä? Okay. Das können alle ein. Ach, das wird ein Ring sein. Klar, Dream Ring. Bin ich schon wieder nicht drauf gekommen. Aber was genau passiert damit? Ich finde, das klingt wie etwas, was Dings kriegen sollte. Nina, ich finde, das hat irgendwie so einen magischen Touch, aber warte mal, gleich mal so ein bisschen einprägen. An den Statuswerten hat sich gerade nichts verändert. Ach so, legt man die Dinger wieder ab? Mann, bin ich blöde gewesen in der Einfolge, wo ich dachte, man ist da auf ewig mit verbunden, wenn man nicht noch einen anderen Ring irgendwie hat. Ich habe keine Ahnung, was das Ding tut, aber ich hoffe mal, dass es keinen Schaden anrichtet und dass Nina jetzt nicht irgendwie beeinträchtigt ist und dass es so ein Item ist, was so die übelsten Pros nutzen, weil die Gegner jetzt doppelt so stark sind oder so, aber das wird hoffentlich nicht der Fall sein. So, warte mal, von hier sind wir gekommen, oder? Ja. So, das heißt, ich habe jetzt eigentlich nur noch einen Anhaltspunkt und der besagt, dass ich mich irgendwo fallen lassen muss. Oh, ich habe schon wieder vergessen, ihn zu heilen. Also, was heißt schon wieder? Vorhin habe ich es nicht vergessen, aber fast verpennt. So, jetzt geht die große Sucherei los. Aber ich glaube, wenn wir jetzt den richtigen Punkt finden, dann sind wir im Grunde genommen linearer unterwegs als bisher. Ich muss weiter südlich im Raum. Muss ich gucken, dass ich da so eine Falle finde. Und vielleicht auch ein bisschen weiter rechts. Ah, es fällt mir immer schwer, das so
das so korrekt zu verorten, aber wir gucken mal. Aber warte mal, vielleicht fällst du auch irgendwo runter auf so einer Plattform hier. Das könnte ja auch sein, ne? Vielleicht würde ich das als Entwickler so machen, keine Ahnung. Ach nee, warte mal, hier führt doch eine Treppe lang. Die habe ich doch vorhin auch aus dem Augenwinkel gesehen. Nichts mit runterfallen, oder? Ja, guck mal, hier geht's weiter. Siehste mal, doch noch eine Eingebung gehabt. Oh nein. Das ist jetzt aber nicht der gleiche Raum, wo ich schon mal war, oder? Das ist jetzt zwei, also es scheint jetzt zwei von solchen Riesenräumen zu geben. Nicht, dass ich jetzt irgendwie im Kreis gelaufen bin und völlig auf dem Holzweg. Ach nee, aber der ist nicht, nee, das ist nicht der gleiche. Weil als ich... Ah, nee, das ist ein komplett anderer Raum. Alles klar, was bist du? Was soll das Ding darstellen? Kann man da irgendwas sammeln? Ich dachte vielleicht, dass das... Smash the rock! Then you'll be able to take the B-Rang. Das wird ein neuer Boomerang sein. Ich will den smashen. Wie mache ich das? Ich brauche einen neuen Charakter. Ich will jetzt meinen neuen Kloppy-Schurken endlich haben. Was sind hier für komische Dinger? Ich bin ein bisschen überfragt. Okay, ich gehe erstmal zur Kiste. Bei der Kiste weiß ich, was ich zu erwarten habe. Obwohl, da wird wahrscheinlich wieder eine Falle drin sein. Triggerte Boom, was ist denn... Oh, oh. You take headgear. Na, hoffentlich entschädigt die mich. Oh, der ist komplett verreckt. Ernsthaft? Hätte man das irgendwie vermeiden können? Wie der einfach nur Stun steht. Als wäre der einfach nur irgendwie, keine Ahnung, gestunt. Aber Mann, der ist komplett tot. Hört auf, das zu verniedlichen, dass unser Anführer gerade gestorben ist. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Habe ich schon Revive oder so? Nee, warte mal, was war denn überhaupt Wiederbelebung? Ich muss mal nochmal kurz auf meinen kleinen Spickzettel gucken. Live. Live, normal ist Wiederbelebung mit einem HP und Live 2 ist Wiederbelebung komplett. Okay, warte mal. Live habe ich als Zauber nicht. Das heißt, wir werden uns hier irgendwie bedienen müssen. Ich habe aber ganz schön viel davon. Ich habe aber auch von Live 2 einiges schon eingesammelt. Okay, warte mal. Gibt es hier noch mehr Lives? Ja, hier. Könnte ich eigentlich auch mal verkaufen, ne? Warte mal. Ich glaube, ich werde, um ein bisschen Platz zu schaffen, das einmal so machen. So, und jetzt zeig mir mal bitte, wie viele... Herbs ich hier habe. Also hier oben ist ein 9er und hier links ist ein 5er. Ich meine, ich heile mich mit den Dingern kaum noch. Deswegen, also jetzt im Bosskampf oder so, weil ich ja meistens dann die Zauber präferiere. Achso, und Headgear wollte ich noch gucken. Moment. Noch waren wir hier nicht durch. Es gab ja etwas, wofür wir unser Leben gelassen haben. Defense Power, das ist ein Helm für alle drei. Okay, dann bin ich jetzt gespannt. Fangen wir mal oben beim Chef an und gucken mal, was Headgear so reißen kann. So, auf jeden Fall schon mal Boost auf Defensive. Aktion geht wieder runter. Ja, vor dem Hintergrund, dass Paul eh mal schon so spät an die Reihe kommt, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Ich hätte den halt lieber früher im Spiel. Hier steigt die Defensive nicht so krass an. Das heißt, Paul bleibt erstmal mein Favorit. Und hier? Wie sieht's bei Mademoiselle aus? Ja, aber sie verliert noch mehr Action als Paul. Und sie verliert auch an Magie. Nee, ich glaube, Paul wird das Ding kriegen. Einfach nach Ausschlussprinzip, weil ich bei den anderen mehr Dinge finde, die dagegen sprechen, denen das anzulegen. So, ich glaube, alles südlich von uns müssten wir damit durchhaben. Ist Marvel noch aktiv? Hier könnten wir eigentlich auch mal einen Kampf mitnehmen. Auf der Ebene habe ich nämlich noch gar nicht gekämpft. So, jetzt kommen hier oben die ganzen kuriosen Sachen. Ich habe zwei von diesen Dingern hier gesehen. Was soll das darstellen? Ich werde mich ihnen nähern und hoffentlich Antworten bekommen, die nicht schmerzhaft sind. Das ist mein großer Wunsch. Ob der mir erfüllt wird, steht auf einem anderen Blatt. Irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass der Boss hier wieder richtig knüppeldickhart wird. Dick knüppelhart wird. So rum. Was habe ich am Anfang gesagt? Keine Ahnung. Der wird, glaube ich, nicht einfach.
Und ja, wir gucken einfach mal. Ich bin, glaube ich, deshalb auch so verunsichert, weil ich bauchgefühlsmäßig meine, hier zu viele Kämpfer auch zu umgehen. Go away, you're not wanted here. Vielleicht mag das andere Auge mich mehr. Ich weiß nicht, seid ihr Augen? Was seid ihr? Okay, wir sind nicht willkommen. Da in der Mitte ist das große Mutterauge. Vielleicht wird das auch schon der Boss sein, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall sehr auffällig aus, dass die ganzen Augen uns jetzt hier verscheuchen wollen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass vielleicht ein einziges dabei ist, was uns vielleicht doch ganz cool findet und vielleicht was anderes sagt, damit wir es auch cool finden, weil es sich abhebt von der Masse. Aber ich mache mir da keine großen Illusionen mehr. Boah, das ist zeitlich, ist das jetzt aber ein bisschen schwierig. Wenn wir jetzt wirklich noch einen Boss haben sollten. Warte mal. Ich nehme mal Marble, weil wenn das wieder so ein Eskalationsboss ist, der ewig lange dauert, weil ich halt irgendwie keinen Schaden mache, dann wäre das nicht gut. Dann verbrennt wahrscheinlich mein Essen so halb. Also wenn das keine Motivation ist, jetzt hier eine gute Performance hinzulegen, dann weiß ich auch nicht. So, warte mal. Ich werde diesmal aber noch speichern. So, und dann gucken wir, was Herr oder Frau Auge so kann. Stop right there. Another intruder slipped past me, but you're not so lucky. Aha, das heißt in der hinteren Treppe. Er sieht aber auch irgendwie lustig aus. Ja, die Boss-Designs, die werden irgendwie immer besser. Ich mochte halt diese menschlichen Bosse so am Anfang nicht. Finde ich halt persönlich sehr, sehr langweilig, auch in anderen Spielen. Aber sowas hier, sowas taugt mir auf jeden Fall schon etwas mehr. So, wollen wir uns jetzt hier für irgendwas entscheiden? Ich müsste halt rausfinden, gegen was der empfindlich ist. Und das mache ich vielleicht am besten. Hat der gar keine AP mehr? Okay, das ist sehr, sehr ungeil. Eisbei. Das ärgert mich, dass ich dem jetzt vorher keine Items gegeben habe. Also wenn ich den Kampf vielleicht sogar nochmal machen müsste, dann würde ich höchstwahrscheinlich ihm vorher mal eins von diesen wertvollen Ameisen-Items opfern. Ich habe mich nicht mal komplett hochgeheilt. 62 Slam, okay. Ja, der verträgt jetzt auch nicht so ultramäßig viel. Aber ich schätze schon, dass ich mit so einem Dragon hier mehr austeile. Ich hoffe jetzt nicht, dass der genau gegen dieses Element irgendwie immun ist. Das wäre schon sehr ärgerlich, aber irgendwas muss ich jetzt probieren, um das zu beschleunigen. Es geht um ein verbranntes Essen, was hoffentlich nicht verbrannt sein wird, wenn ich hier fertig bin, aber es wird schon. Es wird halt nur ein bisschen knuspriger als geplant. So, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wenn ich jetzt irgendwas von Absorption oder sowas sehe oder lese oder von null Schadenspunkten, dann muss ich ganz laut weinen. Oder vielleicht einfach mal, ja, es sah doch ganz gut aus. Er ist immerhin nicht immun, das ist schon mal das Wichtigste. Und der Schaden ist dreistellig, also alles okayisch. Alles gut, kann man mitarbeiten. Aber wir hätten dem halt schon deutlich mehr abgenommen, wenn Bo auch seine Zauberkünste zum Besten geben könnte. Ich könnte auch Nina mal für eine Runde opfern, um dem, um die AP hier zu füllen, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, irgendwie will ich dann doch an den Items festhalten, weil ich glaube, er ist besiegbar, auch wenn ich da jetzt nicht in die Trickkiste greife. Warte mal, ich werde mal eine kuriose Sache machen, und zwar den Attack-Wert vom Bow jetzt erhöhen. Einfach damit da pro Runde noch ein bisschen mehr bei rumkommt. Und dann sollte... Oh, da war Slam. Sehr schön. Sag mal, wenn ich den Luck-Wert erhöhe, bezieht sich das dann auch auf die verwandelte Form von Dings, von Paul? Ist eigentlich naheliegend, ne? Aber kann auch Zufall gewesen sein, dass das gerade geklappt hat. Ich weiß es nicht, aber vielleicht weiß das ja jemand von euch. Also wenn ich jetzt mehrere Slams noch sehen würde, dann hätte ich ein gutes Bauchgefühl, aber ich schätze, das war einfach nur ein Glückstreffer in zweierlei Hinsicht, wenn ihr versteht, was ich meine. So, einmal Aki. Wie viele Runden wird er noch überleben? 3 oder 4? Au, okay, so einen Angriff hat er also auch. Alles klar. Dann heißt es jetzt wieder Daumen drücken, dass Nina rechtzeitig mit ihrer Heilung kommt, bevor
uns hier jemand wieder abnippelt. Das wäre sehr, sehr suboptimal. Ich nehme jetzt hier mal Kura 2. Ich glaube, bei Paul kann man das mal machen, weil der halt ein bisschen mehr Gesundheit hat. Jetzt fängt er hier an, die ganze Zeit seinen Kackzauber zu ballern. Das war irgendwie so klar. Wir hatten schon mal einen Boss, der in der letzten Phase die ganze Zeit seinen krassen Kram rausgehauen hat. War das nicht sogar dieser Gremlin-Typ? Bin mir nicht mehr ganz sicher. So, jetzt wird es auf jeden Fall ein bisschen riskant mit dem Heilen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal auf die... Warte, wie viel Dings hat sie noch? 55 AP. Ich glaube, ich gehe jetzt mal... Obwohl, Bo und Nina haben gar nicht so viel Energie. Die sind relativ schnell wieder auf Maximum. Ich heile einmal Nina. Ich weiß nicht, ob Bo jetzt den nächsten Bolt überlebt. Ja, tut er. Aber hat viele Federn gelassen. Aber... Ah, shit, der kommt zurück. Oh, und der sieht anders aus. Der sieht anders aus. Sehr creepy, das Design von dem. Hä? Hä? Warte mal. Ich habe gerade... Es hat sich gerade angefühlt, als hätte ich mit Paul zweimal angegriffen. Aber das war ein Versehen meinerseits. So, jetzt werde ich hier aber die stärkere Heilung doch bringen. Weil Bo so gut wie tot ist. Und ich glaube... Da weine ich jetzt den AP mal nicht hinterher. Es wäre halt ultra, ultra hilfreich, wenn der gute Paul hier mal wieder so einen Slam rausballern würde. Der würde damit das Leben von sich und seinen Freunden ganz immens schützen. Ich weiß nicht, ob dem das so bewusst ist. So, Paul wird jetzt eine noch überleben. Warte mal, wenn ich Nina heile, dann bleibe ich mal bei der normalen Kura. Und, oh, der macht nichts anderes, ne? Ey, wie ich das hasse. Also, es ist okay. Der ist down. Yeses! First try gelegt. Ohne, dass ich jetzt wirklich ganz dolle Schwierigkeiten hatte. Also, der war schon anspruchsvoll, aber es war eigentlich genau richtig. Und wir bekommen einmal Life. Sehr schön. Yeah, you're only human. You're not supposed to possess such power. Tja. Das entscheidest Gott sei Dank nicht du. Und da bin ich auch sehr froh drüber. Und das ist jetzt hier mega der Cliffhanger. Ich bin mir gerade schon wieder das Wort nicht eingefallen ist. Aber Leute, wir sind schon wieder über der Zeit. Ja, mein Essen droht zu verbrutzeln. Aber ich würde auch, wenn ich jetzt gerade nichts im Ofen hätte, auch nicht weiterspielen. Weil das ein guter Punkt ist, um aufzuhören und um die Spannung für die nächste Folge so richtig weit oben zu halten. Ich zumindest... freue mich auf das, was da unten auf uns wartet. Hab, wie gesagt, so ein bisschen die Hoffnung, dass ein neuer Charakter kommen könnte. Lassen wir uns überraschen. Ich bedanke mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao.